MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu unserem kleinen, aber feinen Let's Show innerhalb der nächsten 20 Folgen. Also das sollte jetzt Folge 2 sein von City Skylines. So sieht das Menü übrigens aus. Werden wir nochmal neu anfangen und uns vielleicht für den Anfang eine einfachere Karte aussuchen. Und vielleicht nehme ich dafür Lagoon Shore. Das sieht auch sehr schön aus. Sandy Beach sieht auch cool aus. Es sehen alle Maps eigentlich toll aus. Nehmen wir doch hier Diamond Coast. Die sieht doch schön aus. Aber ich möchte irgendwas Schönes haben. So. Nehmen wir hier Lagoon Shore und dann starten wir doch einmal das Spiel. Ich muss sagen, mich hat das Spiel von Anfang an, ihr habt es im ersten Part gehört, definitiv überzeugt, was auch die Qualität vom Spiel angeht. Das war ein wenig zu laut meiner Meinung nach, ist aber erstmal nicht so schlimm. So, wir haben hier die Zufahrt, wir haben hier Wasser, wir haben hier ein bisschen Wald, wir haben hier Wasser. Okay, gut. Man muss ja alles ein bisschen planen. So, was ich nachschauen wollte, was war das nochmal? Das sind die Bereiche. Achso, ja, okay. So, warte. Ja, ich weiß, dass Straßenbau jetzt erstmal angesagt ist. So, ich habe jetzt erstmal pausiert das Ganze. Okay, so. In City Skylines ist es ja so, dass Bewohner nicht gerne in der Nähe von Industrie wohnen und so weiter. Deshalb hatte ich vor, die Industrie hier in diesem Bereich zu bauen. Mit dem Abwasser in diese Flussrichtung. Dann sind wir schon mal das Abwasser los. Und hier oben in dem Bereich bauen wir halt die Stadt auf. So war zumindest der Plan. Das werde ich jetzt dann auch mal in Angriff nehmen. So, wir bauen hier vorne diese wunderschöne Straße entlang. Wunderbar. Und dann bauen wir einmal hier vorne. Was ist das? Zweispürige Kiesstraße. Die kostet natürlich deutlich weniger. So. Jetzt geht es erstmal für mich. Das Wichtigste ist das Abwasserrohr hier vorne platzieren. So. Und hier vorne ist die Wasserpumpe. So. Dass das schon mal zumindest gegeben ist. Dann würde ich gerne für Energie sorgen. Das mache ich hier mit diesen wunderschönen Windkrafträdern. Entschuldigung. Die ich dann hier vorne wunderbar am Straßenrand platzieren kann. Nein, hier wollte ich, wie gesagt, Industrie hinmachen. So. Wichtig ist natürlich auch, dass wir Abwasserversorgung und so weiter, genau wie Zulauf und Ablauf, schon mal geregelt haben. So. Hier vorne sind dann die ersten Wohnbereiche. Ja, sag mal, scheiß Husten momentan. Das ist immer noch, wenn man zu viel redet, ist das echt noch schlimm. Vor allen Dingen sehr nervig für mich selber. So, wie war das Abwasserrohr am Laufen? Wunderbar. Stromversorgung steht ebenfalls. Ja. Perfekt.
Hier sehen wir auch nochmal den verfügbaren Strom momentan 6 MW und 0 wird verbraucht, genau wie Wasser momentan keins verbraucht wird, glaube ich. Ah doch, Kapazität der Pumpe sind aber 60.000 Kubikmeter pro Woche. Ist vollkommen okay. Passt erstmal. Jetzt wollte ich nachschauen. Geschäfte sind oben platziert, wunderbar. Die Industrie habe ich hier fernab der Stadt gebaut. Dass es da natürlich keine Probleme gibt. Halt, dann müssen wir das Stück kurz abreißen. So. Und so. Ich sehe nichts, weg damit. So. So. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob die Stromleitung bis dahin reicht. Ich hoffe es einfach. Schön sieht's aus. Meilensteine erreichen. Ja, okay, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber das ist ja nicht so schlimm. So, die ersten Bewohner wohnen ja schon drin, das ist wunderbar. So. Perfekt. Das ist auch angeschlossen. Die ersten Industriegebiete wachsen. Sehr gut. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Momentan ist der Wasserverbrauch 40 Kubikmeter die Woche. Ganz plötzlich. Nur weil ein paar Wohnungen da sind. So, Infobereich, Statistik, Wind. Sind wir hier? Verkehr. Ist alles in Ordnung? Zufriedenheit? Unzufrieden. Okay, was ist denn los? Strom haben sie, Wasser haben sie alle. Okay, jetzt haben sie alle Strom. Wunderbar. Nicht genug Wasser. Kann aber auch nicht stimmen, oder? Ach so, gut, ich weiß auch warum. Geht natürlich gar nicht. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das am besten? So, mit einem einfachen Trick. Okay, jetzt geht's vorwärts. Wunderbar. Jetzt haben wir Wasser. Jetzt geht es endlich nach vorne. Ich dachte schon, hey, jetzt passiert hier aber auch gar nichts mehr. Gut, jetzt können die Leute zufrieden sein langsam. Jetzt haben wir Wasser. Wir haben Strom. Strom ist überall gerade. Sieht danach aus. Alle Gelände haben Saft. Hier vorne ist auch Saft. Wunderbar. Perfekt. Verkehrsaufkommen ist zum Glück immer noch sehr niedrig. Das ist natürlich sehr gut. So, jetzt wollte ich gucken, dass ich diese zwei Straßen noch verbinde.
So. Zack. Damit da schon mal ein kleiner Verkehrsfluss entsteht. Und vor allen Dingen natürlich kein Stau aufkommen, ne? Was ist denn los? Nicht genug Strom. Warum ist die Stromleitung weg? Lol. Ist die Stromleitung einfach kaputt? Weil wir umgebaut haben. Also manchmal, ne? Das ist echt... Das ist noch so der Faktor Nerv, den es gibt irgendwie. Boah, da kommt ja eine Gülle raus, oder? Ist das ekelhaft. Aber das sieht cool aus, dass die so verschiedene Ebenen haben. Schön sieht's aus. Muss ich schon sagen. Also momentan sieht es wirklich sehr, sehr schön aus. So, wir sparen jetzt mal ein bisschen Geld. Sieht ein bisschen kahl hier unten aus. Oder täusche ich mich da? Aha, so langsam wächst alles. Aber irgendwie... Grafik. Mal ganz kurz nachschauen. Nicht, dass irgendwie die Figürchen oder so fehlen. Weil sehen tue ich noch niemanden. Ist aber doch schon kurios, oder? Irgendwie so ein bisschen. Momentan haben wir auch nur Ausgaben, keine Einnahmen. 193 Leute wohnen in unserer Stadt. Wovon ich keinen einzigen gerade sehe, aber hey, immerhin. Da kommt was. Forstwirtschaftswagen. Importiert Waldprodukte nach Garments Limit. Okay. Aha. Was ist mit euch passiert? Blablabla, Finanzierung, blablabla, aha. Schön, schön, schön. Der Twitter-Vogel hat gesprochen. So langsam geht das Minus runter. So langsam, aber sicher. Der Erste, der den Kreisverkehr benutzt, ist auch sehr schön zu sehen, dass sowas passiert. Nicht genügend Arbeiter, ja? Ich sehe es leider, aber irgendwie möchte momentan noch keiner bei uns wohnen. Das dauert aber anscheinend noch ein bisschen. Von daher möchte ich mich da jetzt nicht krampfhaft irgendwie abkämpfen oder so. Nein, hier vorne möchte ich nichts haben. Das ist so eher irgendein Gebiet, so in etwa. Ist natürlich auch, dass das Abwasser hier funktioniert. Okay, momentan nicht genug Geld, aber wir liegen im Plus. Das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir. So, was habe ich kaputt gemacht? Dass es nicht mehr funktioniert.
Okay, jetzt fließt der Strom langsam wieder. Aha, jetzt kommt er wieder an. Wunderbar. Dann geht er wieder weg. Was ist denn los? Ach, die Autos kommen auch. Da sind sie. Nur das mit dem Strom gerade, das verstehe ich noch nicht so ganz. Manche Leitungen sind einfach tot. Aber weshalb? Getrennt sind diese Leitungen. Inaktiv sind schwarze Leitungen. Weshalb sind die denn inaktiv? Das verwirrt... Wow, was geht jetzt ab? Guck mal, die ganzen Leute kommen. Unglaublich. Wow. Wahnsinn, oder? Gut, das würde 1760 kosten. Okay. So, verstanden. Aber weshalb ist hier gerade Stromflaute? Aha. Manche kriegen Strom. Und andere dann ganz plötzlich wieder nicht. Herzlichen Glückwunsch. Kleiner Weiler. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 460 Personen. Neue Features, Steuern und Darlehen. Neue Dienstleistungen, Müll, Gesundheitswesen und die gute alte Bildung. Wunderbar. Neue Gebäude sind die Grundschule, die Arztpraxis und die Mülldeponie. Das ist sehr gut. Und wir haben ein wunderschönes Gelddarlehen bekommen. Das tut uns natürlich sehr gut sogar. So, wie sieht's hier mit dem Strom aus? Aha. Es läuft. Endlich. So, vorsichtig bis zur Mitte. Zack. Und zack. Auch am Abfluss angeschlossen. Perfekt. Wasser haben wir momentan noch genug. Strom liefern wir auch noch genug. Und so langsam blüht die Stadt. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich möchte mich verabschieden. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen. Ihr seid tatsächlich die geilste Community, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Ich hoffe, dass diese Stadt gut geplant ist. Und ich hoffe einfach, dass sie aufblühen wird wie ein wunderschöner Stern. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen. Und Tschüssikowski, macht's gut.